Ja, dies ist noch mal ein Video in eigener Sache. Es geht noch mal um diesen Kanal, weil ja, viele Zuschauer sagen, ich hätte gerne wieder lieber mehr journalistische Videos. Andere sagen, ich finde das aber sehr, sehr gut, wie der Kanal jetzt ist. Bitte so weitermachen. Also, zur Information. Ich bin Journalistin geworden. Ich habe Journalismus studiert und lange Jahre als Journalistin gearbeitet, unter anderem 24 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, ich bin Journalistin in Herz und Niere. Ich habe mich aber, seit ich Kind bin, von Anfang an auch immer für andere Dinge interessiert und um andere Informationen gekümmert. Das heißt, ich bin eigentlich immer zweigleisig, besser eingleisig gefahren. Denn ohne die eine Information kann es die andere Information nicht geben. Alles, was passiert, hat einen Grund. Alles, was passiert, hat einen Grund. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich möchte diesen Kanal, so wie der jetzt ist, dieser Kanal, jetzt der Kanal, der in die Tiefe geht, der in das Göttliche geht, der die Seele, über die Seele auch sehr viel spricht, der auch über das Universum und auch über Quantenphysik spricht, diesen Kanal, das ist mein, das ist meine Leidenschaft. Das ist genau das, was ich immer wollte. Und der Schöpfer hat mich dazu hier hingeführt. Das bleibt also so. Das ist meine Leidenschaft. Das ist wunderbar. Ich liebe es, diese Informationen auch zu recherchieren und zu teilen. Und auch liebe ich die Diskussion mit Ihnen, weil natürlich, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu. Das wird also so bleiben. Dieser Kanal Games of Truth 2 wird so bleiben. Das ist meine Leidenschaft. Und dieser Kanal ist selbstverständlich informativ und auch journalistisch. Es ist ganz, ganz, ganz toll. So wie er ist, muss er sein. Und dann gibt es natürlich den ersten Kanal, Games of Truth, womit alles angefangen hat und wo so viele Videos gesperrt wurden. Der Kanal ist noch da und den baue ich auch immer wieder ein kleines bisschen aus. Warum mache ich nicht mehr in diese Richtung? Nun, weil ich nach wie vor ganz alleine bin, ja, mit meinem Sohn, der natürlich im Hintergrund ist, der aber im Augenblick super wenig Zeit hat, weil er natürlich auch noch eine andere Arbeit hat. Wir sind zu zweit. Wir haben keinerlei Zusammenarbeit. Wir haben auch keinerlei Mitarbeiter oder ein Team. Viele fragen, wer ist das Team hinter Ihnen? Wer macht diese Mitarbeit? Wer macht das alles? Wir sind allein. Es gab im Laufe der Zeit immer wieder Anfragen. Es gab ganz interessante Angebote. Auch Angebote, wo viel Geld angeboten wurde. Unterstützung. Unterstützung in Form einer Person, die mithilft, und Unterstützung in finanzieller Form. Ich habe es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, es macht mich abhängig. Ich muss bestimmte Dinge dann wieder tun oder darf sie auch nicht tun. Ich arbeite wieder für gewisse Interessen. Mein einziges Interesse, für welches ich arbeite, ist die Liebe und das ist das Teilen. Das ist der Schöpfer. Das ist meine Seele und Ihre Seele. Ich möchte dazu beitragen, dass dieser Planet ein besserer, ein wunderschöner Planet wird. Ein Planet, wie er sein kann. Und ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen glücklicher werden und fange da ganz im Kleinen an. Wir sind ein kleines, feines Grüppchen. Übrigens, ich sage gerade, ich habe nur meinen Sohn als Mitarbeiter. Nein, da ist auch noch Benny. Benny, der immer den Livestream moderiert. Und auch das macht Benny ehrenamtlich. Er bekommt dafür keinerlei Geld. Ab und zu bekommt er da von mir und auch von Ihnen, wenn Sie schon mal etwas unterstützen, ne, also schon mal eine Unterstützung schicken, dann bekommt er dafür einen Gutschein nach seiner Wahl. Er bekommt niemals eine finanzielle Unterstützung. Er möchte das gerne so, er möchte dann einen Gutschein haben. Also wir sind ein ganz, ganz, ganz kleines, eine ganz kleine Gemeinschaft. Wir kennen uns gut. Benny habe ich tatsächlich noch nie persönlich getroffen. Wir wollen das immer mal machen, aber auch er hat mit seiner Frau sehr, sehr viel zu tun. Natürlich auch, klar. Sie haben ein eigenes Leben. Ich habe ein eigenes Leben. Wir wohnen nicht so nah nebeneinander.
Das ist der Grund, weshalb der Kanal vielleicht auch etwas kleiner deswegen ist, vielleicht auch manche Informationen, wo einige sagen, das hätte ich jetzt aber noch mal gerne in dem Kanal gehabt, oder wo einige sagen, ja, aber mir fehlen jetzt da die Bilder und die gut geeditet, also Editing, ne, die gut bearbeiteten Videos mit Schnitte und Likes. Übrigens, da möchte jetzt meine Tochter ein bisschen mithelfen. Sie hat gesagt, ich mache da ein bisschen was. Mal schauen, auch da sind ein paar Dinge geplant. Es sind ja ein paar Dinge geplant. Und wie gesagt, mehr journalistische Videos auf dem ersten Kanal, auch das ist geplant. Aber ja, wir sind nur klein. Wir haben keinerlei Zusammenarbeit. Wir haben kein Team. Wir haben auch außer das, was hier bei YouTube reinkommt durch die Werbung, keinerlei und natürlich Ihre Unterstützungen. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Ansonsten haben wir keinerlei, in keinster Weise irgendwelche finanziellen Mittel. Und von diesen Unterstützungen und auch von der Werbung muss natürlich auch alles bezahlt werden. Davon muss auch bezahlt werden, wenn wir irgendwo hinreisen. Davon muss auch bezahlt werden, wenn mal ein Mikro kaputt geht oder sich bestimmte Teile, die ich schon mal verliere, auch das passiert, dass ich unterwegs ein Knöpfchen verliere oder so ein Teil weg ist. Auch das wird alles aus diesen Einnahmen, und die sind nicht hoch, glauben Sie mir, die sind wirklich bescheiden und das ist wunderbar so. Ich finde es gut so, es muss auch so sein. Es ist nicht schlimm, nicht, dass Sie jetzt denken, oh Gott, nein, 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 auf gar keinen Fall. Es ist richtig so, wie es ist. Wird es immer so bleiben? Ich weiß es nicht. Das ist genauso, wie als ich nach Mexiko gegangen bin, wo alle gesagt haben, sie ist geflüchtet, sie bleibt für immer da. Nein, das Leben ist Veränderung. Das Leben ist Veränderung. Auch dieser Kanal ist Veränderung. Es kann sein, dass in einem Jahr alles ganz anders ist, dass wir vielleicht doch sagen, okay, komm, wir haben jetzt jemanden gefunden, jemand, der voll auf unserer Wellenlänge liegt, wo wir sagen, wir möchten ja auch das teilen, unsere Erfahrungen teilen. Und wir möchten gerne ja doch zusammenarbeiten, aus welchem Grund auch immer. Wie gesagt, die materielle Zusammenarbeit, das ist für mich keine Option, war auch nie eine Option. Es gab viele Angebote, wie ich gerade erzählt habe. Und es gibt nach wie vor viele Angebote. Aber ich möchte es nicht. Ja, das ist vielleicht, sagt jemand, das ist eigenartig, denn du könntest viel mehr aus deinem Kanal machen, mit deinen Fähigkeiten und deinem Wissen. Ich finde es genau richtig so, wie es ist. Es gibt auch viele andere, auch viele jüngere Leute, die sagen, ja, ich möchte da jetzt wirklich meine Karriere damit machen, mit diesen Informationen, alternative Medien. Wunderbar. Jeder macht es auf seine Art und Weise. Dieser Kanal ist klein und fein. Und dieser Kanal wird so bleiben, wie er ist. Denn es spielt keine Rolle, was ich mache. Es spielt keine Rolle, ob ich meinen Job verliere, ob ich eine Beförderung bekomme, ob ich jetzt der Chef bin, ob ich mich ärgere über die große Politik, ob irgendwo ein Sack Reis umfällt, ob das, was jetzt auf uns zukommt, was ich ja schon seit Jahren sage, schon seit 2016, die große Inflation, die Umstrukturierung des Finanzsystems, all diese Dinge, die mehr Kontrolle, die tatsächlich nicht nur geplant ist, sondern im Augenblick auch wirklich durchgeführt wird, eingeführt wird, all diese Dinge, die da stattfinden und auch journalistisch wichtig sind von den Informationen, all diese Dinge haben natürlich einen ganz, ganz großen Zusammenhang. Wenn man diesen Zusammenhang nicht sieht, wird man nie sehen, was passiert. Das Universum, der Schöpfer, die ganz große Kraft will nur teilen, will uns nur geben. Aber um zu teilen, müssen wir natürlich auch mit der dunklen Seite konfrontiert werden. Auch mit Dingen, die uns nicht passen. Dieser Planet, auf diesem Planeten ist alles wunderbar. Unsere Körper sind ganz fantastische Konstrukte. Und auch diese kleine Pflanze, die wir ja Unkraut nennen, wo ich ja immer sage, es gibt kein Unkraut.
ist ein wunderbares, in sich geschaffenes Konstrukt. Schauen Sie mal mit einem Mikroskop, wie viele kleine Teilchen es da gibt. Alles hier macht Sinn. Es gibt nichts, was keinen Sinn macht, auch wenn es für uns so aussieht. Haben Sie gesehen gerade den wunderbaren Schmetterling? Alles macht Sinn. Es gibt nichts, was keinen Sinn macht, auch wenn wir das nicht sehen. Manchmal kann aus der größten Dunkelheit das allergrößte Licht entstehen. Wir wissen es nur noch nicht. Wir sind zu klein. Unsere Gehirne, auch von dem allerintelligentesten Menschen auf diesem Planeten, unsere Gehirne sind nicht dazu geschaffen, alles zu erkennen. Manchmal braucht es Zeit. Und dafür gibt es auch diesen Kanal. Das ist das, was ich möchte. Das ist die Information, die ich teilen möchte.